Hallo Leseratte. Geht's dir auch gut? Ja, ist nicht mehr lange, dann ist Weihnachten. Ach, ich freue mich ja so. Hallo lieben Kinder, hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Und heute haben wir schon den 12. Dezember. Können wir bis 12 zählen? Komm, wir zählen mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Habt ihr auch schon heute das Türchen geöffnet? Und was habt ihr gefunden? Wieder was Süßes oder ein kleines hübsches Bild? Ein Bild von einem Tannenbaum oder von einem Teddy? Schön. Gut. Oskar geht beinahe verloren. Es ist kurz vor Weihnachten. Oskar fährt mit Mama in die Stadt. Könnt ihr sehen, da sitzt Oskar hinten im Auto, Mama sitzt vorne. Die Stadt ist schön geschmückt, aber voller Leute. Alle haben es eilig und machen eilige Gesichter. Die haben so viel zu erledigen, die müssen noch das einkaufen, da müssen sie noch vielleicht noch Süßigkeiten kaufen und was Gutes zum Essen und zum Trinken. Also, alle Leute haben es eilig. Mama macht auch ein eiliges Gesicht. Wir brauchen Kerzen und Zimt, sagt sie. Oskar setzt die Fellmütze auf. Die rutscht ihm immer über die Augen. Und dann kann er nicht richtig sehen, nicht? Mama, warte, ruft Oskar. Jemand schiebt ihn zur Seite. Die Mütze rutscht. Oskar sieht nichts mehr. Aber als er sie wieder hochschiebt, ist Mama weg. Oskar sieht sich um. Wo ist die Mama? Es riecht schön nach Tannen, aber Mama ist nicht zu entdecken. Da stehen eine Menge Buden. Alle verkaufen irgendwas. Niemand verkauft Mamas. Oh, Oskar, ich hoffe, dass du deine Mama findest. Tränen steigen in Oskars Augen. Mama, ruft er, so laut er kann. Er sucht, bis er kalt und müde ist. Dann setzt er sich neben den großen Baum und heult. Er weint. Plötzlich tippt ihn jemand an. Es ist ein dicker Mann in einem roten Mantel und mit einer Menge Bart. Was ist denn los? Fragt er. Ich bin verloren worden, sagt Oskar. Oh, das ist kein schönes Gefühl. Der Mann nimmt Oskar mit zu einem Mikrofon. Da darf Oskar hineinsprechen. Hier ist Oskar, sagt er. Ich bin beim großen Christbaum. Ist irgendwo meine Mama? Oskar, ruft Mama, ich komme. Sie nimmt Oskar fest in den Arm. Wer hat dir denn geholfen? Fragt sie. Ich glaube, das war der Nikolaus, sagt Oskar. Was meint ihr? Ist das der Nikolaus? Aber Hauptsache ist, dass Oskar seine Mama wiedergefunden hat, nicht? Wart ihr schon mal verloren? Ich hoffe nicht. Ja, wenn so viele Leute unterwegs sind und alle wollen einkaufen,
Da muss man schon aufpassen, nicht? Aber ich freue mich, dass der Oscar wieder gefunden worden ist. Also Kinder, wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das wäre morgen. Und alles, alles Gute. Tschüss.